Hallöchen, meine Freunde, und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Zombie U. Ich sag immer Zombie U. Dabei ist es Zombie für PS4. Gut. Letzte Folge sind wir ja erstmal nur so ein bisschen abgehauen. Ich meine, was willst du auch am Anfang machen, ohne Waffe, irgendwas? Wir sind ja gerade noch so im Tutorial, würde ich mal sagen. Wir sollen jetzt den letzten Überlebenden finden, den er geholfen hat. Los, hol dir den Cricket-Träger und sei nicht zimperlich. Oh, was ist das? Pistolenmunition. Ich benutze mal kurz das Radar. Wie war das? Dreieck, ja? Okay. Kurz die Tür zu. Hallo. Nimm seine stillschweigende Übereinkunft der Überlebenden. Du willst doch auch, dass es jemand für dich tut, wenn du infiziert wirst. Tut mir leid, Kumpel. Alter, der lebt noch. Der hat nur noch einen halben Kopf, aber er lebt noch. Oh mein Gott. Stirb. Gut gemacht. Nicht schön, aber es muss sein. Jetzt sieh dir den Bob an. Wie gesagt, darin steckt eine Pistole und Munition. Die brauchst du definitiv. Okay. Hey, das Pin-Up-Girl auf dem Schläger finde ich nicht schlecht. Asiatisch, erinnert mich an gewissen jemanden. Schöne Grüße. Oh, Trophäe. Bob ist dein bester Freund. Bob, der Meister. Können wir das schaffen? Okay, ich check lieber nochmal das Radar, aber... Okay, wir haben einen Bob. Alter, das Spiel pausiert gar nicht, wenn wir... Okay, was ist das? Meine Überlebensdatei? Gute Arbeit. Du musst diesen Ort sauber halten, wenn du überleben willst. Meine Ausrüstung? Meine Mission? Meine Kennung? Aktuelle Punkte, Höchstpunktzahl, okay. Meine Fähigkeiten? Ah, okay, man kann Fähigkeiten also erwerben. Meine Karte? Safehouse und dann geht's in drei Richtungen. Okay, Notizbuch, Überlebensleitfaden. Was haben wir denn da? Die hat noch 99. Da haben wir noch eine Pistole. Ah, Schnellzugriff. Ah, okay. Ah, jetzt verstehe ich das. Okay. Okay, man kann also zweimal drücken, dann ist sie schnell nach links. Okay. Dann machen wir mal den Cricket-Schläger nach links. Und das da nach rechts. Und das hier, das Medikit. Geht's nach unten? Nein. Dann machen wir das zweimal nach rechts. Wird schon gehen, denke ich mal. Okay. So, wir testen mal, ob das funktioniert. Pistole. Okay, alles klar. Wir haben kein Zielfernrohr, ne? Egal, aber Cricket-Schläger, okay. Medikit. Medikit. Na, egal. Okay, Cricket-Schläger. Alles klar. Ich hoffe, die Waffen gehen nicht kaputt. Wenn du 20 Stunden wach bist, kannst du keine Entscheidung mehr treffen. Vernachlässige den Schlaf nicht. Vernachlässige den Schlaf nicht, okay. Ich muss also auch, wir müssen also schlafen. Ah, okay, Safe House, alles klar. Unten durch. Okay, ich muss mich dran gewöhnen, dass alles mit X irgendwie ist. So, schön die Tür wieder zumachen, man weiß ja nie. Geh zurück in den Hauptraum und sieh dir nochmal die Monitore an. Monitore ansehen. Was aktivieren? Scanne. Scanne 2 CCTV-Verteiler im Bereich des Supermarkts. Hä? Okay. Wir sind mit den CCTV-Kameras in ganz London verbunden. So wie die in dem Supermarkt in deiner Nähe. Je mehr Augen du hast, desto besser. Es gibt dort noch mehr Kameras. Ich werde dir zeigen, wie man sie hackt. Ah, okay, ich verstehe. Je mehr Kameras wir hacken... Die Leute halten Kameras für sicher. Fest verdrahtet mit der Polizei. Aber das stimmt nicht. Ich war bei den Fernmeldern. Ich kann dir das eine oder andere darüber erzählen. Okay, wir können hier aber nichts... Zeit für den ersten Ausflug. Die Kameras reparieren sich nicht selbst und ein paar Besorgungen stehen an. Ja, ist ja gut. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, also wahrscheinlich ist es dann so, wenn wir mehr Kameras haben, können wir dann die Locations quasi abklappern und sagen, okay, da ist es sicherer, da gehen wir hin, da ist es nicht sicherer und so weiter und so fort. Ich will erstmal speichern. Das ist wahrscheinlich sichern, oder? Vernachlässigen nicht den Schlaf. Das ist wahrscheinlich speichern, würde ich sagen, oder? Ja.
Ach ja. Okay. Gut. Nee. Wir haben keine Keycard, wir kommen da nicht rein. No service from the station. Ja, aber wir kommen doch da nicht rein. Achso, was ist das? Ah, okay, hier können wir Sachen reintun, die wir anscheinend nicht brauchen. Okay, aber ich würde sagen, wir nehmen erstmal alles mit, weil im Moment geht's ja noch. Alles klar. Oh, das wird richtig geil irgendwie. Das gefällt mir. Was? Plünder? Ist da was drin? Ne, da ist nichts drin. Alles klar. Aktivieren. Was können wir hier machen? Mhm. Attribute, Feuerkraft, Kapazität, Zielfernrohr, ja, nein. Okay, also wir können wahrscheinlich hier upgraden oder irgendwie sowas. Aber anscheinend können wir nichts machen. Gut, Zeit für den ersten Ausflug. Oh, ich bin schon gespannt. Ich hoffe, alles wird gut. Ich weiß nicht genau, was passiert, wenn man die Türen offen lässt. Ich möchte es auch gar nicht ausprobieren. Okay, also wir haben ein Ziel, wir sollen dahin. Hallo? Okay, hier scheint gar nichts zu sein. Moment, ich öffne die Rolltore für dich. Wow, 2 Zentimeter. Sehr gut, wenn ich wieder schnell nach Hause muss, dann krabbel ich einfach drunter durch. Was? Benutze Bob, um Gegenstände schnell zu greifen. Ja, habe ich schon gemacht. Ich bin nervös. Ich bin gerade echt nervös. So, lieber zur Sicherheit. Man weiß ja nie. Was macht denn hier die ganze Zeit so auf und zu? Das nervt irgendwie. Oh, ist nicht wahr. Aber holla. Oh, da unten ist ein Zombie. Nee, das mache ich nicht. Das lockt wahrscheinlich die jetzt an. Ich scanne mal. Ja, okay. Ich denke mal, wir sollen noch nicht darunter gehen. Wow. Den Penner hier habe ich gerade gar nicht gesehen. Oh, der hat was dabei. Das nimm mal mit. Raus kommst du nur mit einer Keycard. Irgendwo in der Station findest du eine. Benutze den Umgebungsscanner, um das Gebiet abzusuchen. Hier scheint es ruhig zu sein. Na. Zeitung. Ich hab Zeitungen gefunden. Ich weiß zwar nicht für... Okay, ich brauche eine Keycard, alles klar. Ich scanne immer wieder gerne mal. Was? Um den Scanner zu benutzen? Okay, Karte aktualisiert. Tür mit Keycard. Such die Passagier... Was war das? Tür. Okay. Kann man da reinzoomen? Anscheinend nicht. Hätte mich auch gewundert. Bestimmt kann man die Reichweite von dem Scanner... Ah, Infizierter. Plünderbares Objekt, negativ. Alles klar. Ah, okay, gut. Also es wird auf jeden Fall ein bisschen spannender. Koffer, da ist nichts drin. Munition ist immer gut, wenn man Munition findet. Alles klar. Da ist eine Tür. Regal. Ein Infizierter, der ist am Leben. Erwischt. Leer. Okay. Da ist noch einer. Verschlossen. Okay, vielleicht können wir uns... Bleib! Gehst du! Hör mal auf! Gnadenstoß! Okay, ich verstehe. Höh! Shit! Kommt der denn jetzt her? Bleib, wo du bist! Können die hier drüber? Anscheinend nicht. Komm, welche. Check dein Radar. Ich hab doch schon gecheckt. Ah, scheiße, die können wirklich da drüber. Verpiss dich!
Bleib, wo du bist. Geh weg. Ich bin doch viel zu mager. Da. Alter, ich brauche unbedingt eine bessere Waffe. Das geht ja gar nicht. So. Okay, hier scheint nichts mehr zu sein. Was ist das? Oben drüber. Ich habe gedacht, da könnte man vielleicht noch irgendwas machen. Was? Plündern? Sprudelwasser. Heilendes Objekt klein. Das ist doch nicht schlecht. Okay. Okay, so können wir sie wegschubsen. Plündern. Nichts. Okay. Also anscheinend wichtig ist immer zu plündern. Merken. Okay, unsere Lebensenergie regeneriert sich nicht. Das heißt, wir sind auf uns alleine gestellt, wenn wir Fett aufs Fressbrett kriegen. Immer die Ecken erst abprüfen. Ah, eine Keycard. Das ist sie. Okay, da ist nichts. Barrikade entfernen. Hammer benötigt. Aufheben? Bretter. Ah, mit Bretter können wir barrikadieren. Das sollten wir, das ist nicht schlecht. Ich muss mehr auf die Umgebung achten. Okay, die da unten sind noch. Okay. Hast du was dabei? Nein. Schieben. Ach so, wir hätten hier. Ja, gut. Ja, egal. Trotzdem mal lieber ein bisschen vorsichtig. Ich bin jetzt mal ganz gewagt und neugierig. Weil wenn wir hier runterkommen, aktualisiert sich eine Ratte. Ja, ich bin noch skeptisch. Ich bin noch ein bisschen skeptisch. Wir gehen erstmal weiter. Wir müssen wahrscheinlich ja jetzt eh erstmal. Das ist wahrscheinlich noch anfangs geplänkt und wahrscheinlich ist später uns selbst überlassen, wo wir überhaupt hingehen. Das Safe House ist mein Werk. Vor langer Zeit habe ich mich ein paar Amateuren angeschlossen, die sich Raben von Dien nennen. Wir haben Orte wie diesen befestigt, wenn wir wussten, was kommt. Oh, zwei Zombies da drin. Ach ne, das ist eine Ratte. Ah, das ist fies, dass Ratten auch als Gegner angezeigt werden. Okay, was ist das? Munition, sehr schön. Oh, Medikit. Großer Erste-Hilfe-Kasten, das ist sehr schön. Gibt's hier noch was zum Looten? Tür schließen, ja, vielleicht später. Ich würde sagen, ich guck trotzdem mal kurz um die Ecke. Einfach nur, weil ich neugierig bin. Alter, ist das dunkel. Hier wird mir nichts angezeigt. Exit verlassen. Ach, wir sollen da raus. Ich will aber noch nicht da raus. Ich weiß nicht genau, wie der Scanner funktioniert. Und ich muss natürlich auch... Oh, da war irgendwas. Oh, ein Müsli-Riegel. Yummy, yummy, Müsli-Riegel. Yummy, yummy. Wir gehen mal da hoch. Ich will nur mal schnell gucken, was hier ist. Ich habe immer Angst vor Jumpscares oder so. Boah, das ist... Ja, es ist ziemlich gewöhnungsbedürftig hier. Vor allem das... Alter! Meine Fresse! Blöde Schabracke. Lecker. Naja, sie hatten Kuchen dabei. Alter, ich habe mich gerade voll erschrocken. Oh Mann. Okay, gut. Wir gehen mal weiter runter. Gut. Ich würde sagen, für diese Folge war's das. Boah, es ist dunkel, wenn ich das Licht ausmache. Ich glaube, ich muss die Helligkeit beim nächsten Mal höher schrauben. Gut, wir sehen uns in der nächsten Folge und machen uns dann mal auf den Weg zum Supermarkt. Einen kleinen Einkauf tätigen. Also, bis dahin, macht's gut, ciao.